Knapp 2 Monate sind es noch, bevor EAFC 25 rauskommt. Ja, EAFC 24 läuft noch, die Putties kommen noch, eine coole Zeit wird uns auch auf uns zukommen. Nichtsdestotrotz sind die ersten Informationen rausgeschwemmert. Nicht nur, dass übermorgen, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, morgen der Reveal-Trailer kommt und da ab sofort wahrscheinlich das Vorbestellen losgeht. Nein, wir haben noch sehr viele andere Sachen, neue Icons, Pack-Animationen, die zurückkommen und. Das gucken wir uns alles an. Alles, was du zu EAFC 25 wissen musst, in einem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben, lasst ja gerne ein kostenloses Abonnement. Ich würde mich persönlich riesig freuen. Jetzt gehen wir aber erstmal rein. Let's go. Football East Leagues ist zum Beispiel Nummer 1, den ihr unbedingt folgen solltet. Der hat eigentlich in den letzten Monaten immer relativ safe Quellen genutzt, beziehungsweise auch war eine sichere Quelle. Jetzt gehen wir aber erstmal rein, was passiert insgesamt. Wir starten direkt mal mit dem ersten Post, was sehr interessant sein könnte. Ich werde das Ganze euch auch immer wieder übersetzen, denn dieser Post kam vor knapp 2-3 Stunden raus, und zwar Rivals Rewards. Ihr seht schon, wir werden in FC 25 neue Rivals Belohnungssystem bekommen. Das bedeutet, das System soll den Spielern in den höheren Ligen bessere Belohnungen bieten. Das ist vielleicht gar nicht so bad, weil, darum kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen, es wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen was bei Rivals insgesamt ändern, auch was Siege und so weiter angeht, dass es jetzt mehr in die Punktesysteme geht. Man muss natürlich sagen, je besser die Rewards, desto weniger Spieler werden wahrscheinlich auch einfach sagen, hey, die Rewards sind so gut, ich werde mich gar nicht runterquitten, um vielleicht einfache Gegner zu bekommen, wenn es darum geht, Freundschaftsspiele zu machen oder. Deswegen könnte es schon mal sehr interessant werden. Das Problem meiner Meinung nach ist, trotz alledem, wenn die Rivals Rewards verbessert werden, müssen das auch definitiv die Weekend League Rewards. Das muss alles meiner Meinung nach sowieso überarbeitet werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Allgemein hört sich es auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht an. Davor muss aber natürlich gesagt werden, bevor wir uns hypen bei Sachen, die wir jetzt ansprechen werden, das Gameplay, die Server, die vielen Shoppacks, alles steht und fällt halt mit den Sachen. Gerade mit dem Gameplay. Wir spielen das ja nicht nur, um im Menü zu gammeln. Das machen natürlich viele von euch. Ich bin natürlich auch davon ein Fan. Trotz alledem, je besser das Gameplay, je besser die Server, umso besser wird das Spiel im Allgemeinen. Trotz alledem würde ich euch bitten, und ich kenne euch ja, viele von euch werden in die Kommentaren trotzdem immer wieder schreiben, ja, ist schön, dass das alles jetzt rauskommt und genauso wird das sein. Trotzdem wird das Spiel einfach bodenlos scheiße werden. Ja, es kann natürlich im Endeffekt wirklich so werden. Trotz alledem einfach eine Chance geben, jetzt darüber zu haten, was jetzt in irgendwelcher Art und Weise rauskommen wird, beziehungsweise dass halt eh alles scheiße ist. Die Server sind kacke, Gameplay ist kacke, Delay ist kacke und. Wartet erstmal ab, gebt dem Ganzen eine Chance. Und wenn ihr sagt, hey, das wird eh sowieso kacke, das Spiel, dann kauft es euch einfach nicht. Punkt Nummer 1 haben wir auf jeden Fall. Jetzt gehen wir weiter rein, und zwar Vorbestellerbonis. Auch das ist rausgekommen. Ihr seht schon, die Pre-Order-Bonis werden so sein, dass ihr einen Origin Hero am 20. September bekommt, eine Prime Hero Karte am 28. September. Da bin ich auch sehr gespannt, was da passiert. Ihr müsst dahingehend bis zum 20. August das Ganze vorbestellt haben. Ganz, ganz wichtig. Hier seht ihr es auch nochmal. Den Untradable Hero Player Item to your FC 25 Ultimate Team with an upgraded Prime Version arriving in November. Heißt, ihr kriegt eine Origin Hero am 20. Das ist anscheinend das Hero Design. Und dass dieser Hero, den ihr dann gezogen habt, wird nochmal geupdatet, wird nochmal ein bisschen besser. Receiving an untraded Hero Icon Player Item for your FC 24 Ultimate Team. Also da wird es auch irgendwas geben, dass ihr da, wenn ihr das vorbestellt, halt so ein Hero Pack in FC 25 bekommt. Und in FC 24 kriegt das ja sogar nochmal eine Crates of the Game Icon. Gehen wir weiter zu einer wahrscheinlich unfassbar geilen Sache, denn darüber reden wir nämlich gleich. Und zwar EA 25 FC oder FC 25, die Pack-Animation wird zurückkommen, und zwar mit den Tunnel, mit den Türen und, wie es sozusagen in FIFA 2021 war. Wir werden uns gleich noch einen Trailer angucken von der La Liga, die das gepostet haben. Da muss man natürlich sagen, ihr seht schon, so soll das angeblich aussehen. Würde ich erstmal ein bisschen warten. Ich denke, das wird sowieso früher oder später noch eh geleakt werden, wie die wirklich aussehen wird. Sieht mir ein bisschen danach aus. Gut, im Endeffekt, wie war es in FIFA 20? Da war es ein bisschen breiter aufgestellt. Hier ist das halt alles so relativ eng beieinander gequetscht. Muss man halt schauen, wird wahrscheinlich allgemein ein bisschen breiter gezogen werden. Ich persönlich muss sagen, ich fand die Animation immer super, super geil. Bin sehr, sehr gespannt. Vor allen Dingen, da muss man natürlich auch wieder sagen, je mehr Packs man zieht, desto länger dauert es natürlich auch. Ja, da muss man dann gucken, skippen, beziehungsweise wenn man Walkout erkennt oder nicht, einfach skippen das Pack. Damit ist natürlich die Zeit, die man dafür benötigt, auch ein bisschen kürzer. Das ist das offizielle Cover. Jungs, so sieht's aus. Und ich muss euch eins sagen, ein absolutes Brett ist es auf jeden Fall. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Die Ultimate Edition mit Bellingham, Bonmati, Buffon, Zidane und Beckham. Absolut brillant. Und damit auch schon die erste Icon, die definitiv neu hinzugefügt wird zum Spiel. Gianluigi Buffon kommt. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil ich glaube, der könnte auch echt gut werden. Aber zumindest die erste Icon ist definitiv schon mal selbst von EA hier bestätigt. Eine weitere Sache, die habe ich ja schon mal angesprochen. Das neue Feature, der neue Game Mode Penta wird ja kommen. Und hier gibt es nochmal ein paar neue Infos. Als allererstes, es wird kein Volta mehr geben. Also Volta wird
komplett aus EAFC entfernt. Abseits gibt es nur im Angriffsdrittel. Blaue Karten gibt es sogar. Das bedeutet, dass Spieler für längere Zeit vom Platz gestellt werden, dann wieder rein dürfen. Eigentlich ganz cool. Strafe, also sozusagen ein Elfmeter, wird ein 1 gegen 1 Dribbling gegen den Torhüter werden. Und Rennen zum Ballanstoß. Keine Ahnung, was das genau. Race to Ball of Kickoff. Achso, das bedeutet sozusagen, die stehen vielleicht alle an der Linie. Ball wird reingeschossen und die müssen dann sozusagen alle auf den Ball rennen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich glaube, das könnte sehr, sehr interessant werden. Ich bin mal sehr gespannt allgemein, ob das auch einen Weekend League Modus gibt, beziehungsweise was man halt alles erspielen kann. Dadurch sollen ja, es sollen ja auch sehr, sehr viele Objectives dahingehend kommen, die man machen könnte oder Ziele. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Aber für diejenigen, die vielleicht jetzt schon Interesse haben, KC und Co., meldet euch. Ich sehe uns beide da richtig krass in dem 5 vs. 5 Modus. Vor allem, wenn wir uns dann gegenseitig richtig schön beleidigen. Das wird wieder richtig klasse. Ein weiterer wichtiger Punkt, die Evolutions. Die sind neu gekommen. Ich fand sie mega, mega geil. Aber es gibt einige Sachen, die jetzt neu passieren werden. Viele umfassendere Einschränkungen für Evos, was bedeutet, dass sie ihre Lieblingsspiele endlich evolutionieren können wahrscheinlich. Da bin ich auch sehr gespannt. Viel mehr Evos im Laufe des Jahres und sie können das Aussehen der Karte individuell anpassen, indem sie Hintergrundfarbe, Soundeffekte und mehr festlegen. Okay, ist natürlich wieder eine gute Sache. Heißt, wir sehen nicht mal die grünen Karten, können die selber individuell gestalten. Dortmund-Spieler Schwarz-Gelb zum Beispiel, meinetwegen mit HR-BVB, ich weiß nicht, was es da alles geben wird, ist eine kleine Sache, die ganz cool ist für die Evo-Sachen. Im Endeffekt, ich habe es vorhin schon erzählt, es steht und fällt alles mit dem Gameplay, logisch. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, und zwar Duplikate in EAFC 25. Ihr kennt es vielleicht, man hat ein Duplikat gezogen, man will keine SPC machen, man muss die Karte entweder in die Exchanges packen, was ich immer empfehlen würde, oder man stößt sie einfach ab. Anscheinend soll es ab diesem oder ab nächsten Jahr Duplikaten, Untrade-Duplikaten Speicher geben. Das bedeutet sozusagen, vermutlich bis zu 100 Spieler kannst du halt sozusagen, was Futter angeht, einfach abspeichern und irgendwann nutzen, wenn es dir so passt. Relativ cool für diejenigen, die gerade eine RTG führen, die sagen, hey, ich würde unfassbar gerne eine POTM Mbappé SBC zum Beispiel mal abschließen. Oder es gibt aktuell für mich keine SBC, die extrem cool ist. Ich will es ein bisschen aufbewahren, will vielleicht irgendwann die ganzen Karten sparen, um vielleicht, keine Ahnung, eine Icon-Pick zu machen. Damit hast du halt die Möglichkeit, die ganzen Sachen hier halt zu speichern. Gerade für die Untrade-Sachen ist natürlich cool für den einen, schlecht für zum Beispiel mich, weil ich ja mit diesen Futter-Investments, die ich ja immer wieder mache, um halt meine Coins zu machen, natürlich dahingehend auch wieder es schwieriger wird, damit zu traden. Das ist, denke ich, völlig klar. Coinswaffe hat selber geschrieben, Futtermarkt RIP. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Aber all in all, ich glaube, für die breitere Masse definitiv ein big, big weh. Des Weiteren wird es komplette neue Custom-Taktiken geben. Das bedeutet, dass wir eine neue Möglichkeit haben, die Spielweise unseres Teams anzupassen und dies wird uns viel mehr Optionen bieten als das aktuelle Taktiksystem. Bedeutet, keine Ahnung, ob wir jeden einzelnen Spieler so verschieben können, wo er hinlaufen soll, Laufwege aufzeichnen können oder wie er sich im Offensiv verhalten soll und in der Defensive verhalten soll. Also all in all, da können wir uns einfach nur überraschen lassen, aber ich glaube, das könnte auch interessant werden und da muss man sich, denke ich, auch sehr extrem reinfuchsen. Des Weiteren gibt es auch neue Kartendesigns, ihr seht schon, und zwar für die Evolutions. Also ich weiß nicht, ob das wirklich offiziell ist, Bellingham, die normale Evo. Dann gibt es ja diese Evo, Team of the Week Evos. Also lassen wir uns überraschen. Das zum Beispiel ist ein Mbappé, der hat ein Team of the Week bekommen. Du kannst ein Team of the Week Evo machen. Ob das genauso kommt, lassen wir uns überraschen. Aber EA lässt sich auf jeden Fall was einfallen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was Rivals Rewards angeht, beziehungsweise Rivals. Also die Rivals Belohnungen in Ultimate Team werden von einem siegbasierten System zu einem punktbasierten System geändert. Bedeutet endlich, das muss ich echt sagen, denn Unentschieden sind keine Zeitverschwendungen mehr. Das muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mich immer angekotzt. Du führst bei Rivals in der 89. Minute, kriegst dann noch das Gegentor und im Endeffekt hast du für die Cuts gespielt. Also beide, ja. Also das ist schon mal sehr, sehr cool. Die Frage ist natürlich, wie viele Punkte braucht man? Wird es beim 0-0 Quitten in Unentschieden gezählt? Wäre natürlich auch echt geil, weil das wäre vielleicht sogar ganz interessant für den einen oder anderen. Oder gibt es sogar einen Sieg? Ne? Das ist ja das, was viele wollen. Da würde ich natürlich auch sagen, hey, sehr, sehr gerne EA, aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach möglich, zwecks der ganzen Bots und Coins-Farming und was es da nicht so alles gibt. Wer übrigens das neue Icon-Design sehen möchte, das soll es angeblich werden. Meiner Meinung nach wieder ein super, super geiles Design, aber ich glaube, das ist das Einzige, wo man wirklich sagt, EA verkackt es da definitiv nie. Icons, Designs, Kartendesigns sind eigentlich immer eine richtig, richtig coole Sache. Und das muss ich sagen, sieht mehr als nur sexy aus. Und auch das Hero Design soll angeblich dieses hier werden.
Hat man ja schon so ähnlich gesehen, gerade bei der Pre-Order-Sache, da war es ein bisschen roter das Ganze. Kann natürlich sein, dass es verschiedene Kartendesigns wieder bei den Heroes gibt. Geht auf jeden Fall auch wild. Sieht zumindest definitiv nicht schlecht aus. Und auch das Kartendesign der Team of the Weeks ist draußen. So sieht das Ganze aus. Super clean gehalten. Definitiv keine schlechte Sache. Das ist übrigens die Animation, die La Liga gepostet hat. Ihr seht schon, dass der Trailer geht ein bisschen länger, aber hier kommen wir zu der Tunnel-Animation. Also, ich bin mehr als nur wirklich gespannt, ob das wirklich genauso kommen wird. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal was zu Penta, denn Penta soll angeblich Rush heißen, ist kein Standalone-Modus. Integriert ist es in UT, in Clubs, Karrieremodus und Kickoff. Und hier nochmal, wähle ein Spieler aus deinem Verein. Wähle mit drei Freunden zu, was spielt ein Team. Unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen sind möglich. Verdiene neue Spielwährung für Belohnungen, arbeite an Zielen und Entwicklungen. Also ihr seht, da geht schon wirklich einiges und ich glaube, das könnte auch interessant werden. Des Weiteren, was ich jetzt auch gerade noch lese, anscheinend soll man Rivals auch wieder absteigen können. Aber, und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, angeblich sollen sich die Rivals Belohnungen halt, da haben wir ja drüber schon geredet, aber viel, viel stärker zwischen den unterschiedlichen Gewichten differenzieren, um sicherzustellen, dass die Top-Spieler die absolut besten Belohnungen erhalten, und vor allem auch, um sicherzustellen, dass halt viele Spieler nicht einfach freiwillig absteigen. Was auch wichtig ist, das ist das Goldkartendesign. Ja, das haben wir ja noch gar nicht gesehen. So sieht anscheinend die neue Goldkarte aus. Schlicht und einfach gehalten. Brauchen wir nicht drüber reden, da ist jetzt nicht sonderlich viel mit dabei. Und ganz wichtig, du darfst, beziehungsweise du kannst angeblich nur in den Top Divisions, also Elite Division 1 und 2 absteigen. Der Rest ist anscheinend noch nicht möglich. Also bedeutet halt wirklich, wenn du ganz weit oben bist, da kannst du runter, kannst dich aber dann wieder hochspielen, um dann halt die besseren Rewards zu bekommen. Ich glaube, damit sind wir eigentlich erstmal durch mit den ganzen wichtigen Sachen, die ihr bis jetzt wissen solltet. Übermorgen, beziehungsweise morgen für euch, kommt ja dann der Reveal-Trailer. Ich erwarte da definitiv nicht zu viel. Das wird so ein Cinematic-Ding sein mit dem coolen Lied dahinter. Das war's dann aber auch schon. Ich glaube auch nicht, dass da eine neue Icon irgendwie zu sehen sein wird, außer vielleicht auch Buffon, der ja jetzt sowieso schon klar ist. Apropos Icons. Numero uno, erste Frage an euch. Welche Icon würdet ihr sehr gerne sehen? Denn ich sehe hier einen. Edgar Davids, den hätte ich super, super gerne. Neue Icons und Hero wünsche ich gerne unten mal in die Kommentare. Und eine ganz andere Sache. Schreibt mal euren größten Wunsch rein in die Kommentare. Was würdet ihr euch von FC 25 wünschen? Damit ihr persönlich sagt, ja, das Spiel könnte wirklich gut werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schreibt mir gerne eure Meinungen zu allem in die Kommentare. Was sagt ihr, findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Denkt dran, hatet das Spiel nicht jetzt schon. Sagt am besten einfach nur konstruktiv, hey, wenn das Gameplay stimmt, wenn die Server stimmen, dann wird es ein cooles Spiel, kann es ein cooles Spiel werden. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinungen gespannt. Hab das angesagt. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Kuss, kuss.